Also wir haben hier den Herrn Atalay, Erdoğan Atalay, hier habe ich hier am roten Teppich, habe ich den gerade weggefischt von allen Fotografen. Bin froh, dass ich ihn jetzt bei mir habe. Ja, lieber Erdoğan, heute 200. Folge Alarm für Cobra 11. Machen die Knochen alles noch mit? Es geht. Es gibt so langsam Verschleißerscheinungen, aber das kann man noch aushalten. Wie geht's selber auch dabei? Ja, bei mir, ich bin ja noch etwas jünger. Bei mir ist das ja noch nicht so schlimm. Aber ja, ich bin ja mittlerweile auch der 6. Partner, glaube ich. Ja. Aber unsere Vorgänger, also meine Vorgänger sind auch hier heute. Warum dürfen die nicht über den roten Teppich laufen? Ja, sind nie mehr dabei, ne? Also ich glaube, es sind 1400 Leute heute gekommen. Ich habe davon gehört, ja. Warst du schon mal im Autokino Ports vorher? Ich war noch nie. Ich glaube, in meinem ganzen Leben war ich ein einziges Mal im Autokino, obwohl ich das immer aus Filmen kenne und finde es eigentlich total toll. Aber ich möchte den Film, den wir heute gemacht haben, gerne mit den anderen zusammen sehen und nicht allein im Auto sitzen, also sondern auf der Bühne oder mit den Jungs oder was, und dann gucken wir uns das alles zusammen an. Erdoğan, was war denn deine schönste Erinnerung in all den Folgen, in all den 200 oder 199, 98 Folgen, weiß nicht, wie viele hast du gemacht? Alarm für Cobra 11, was war deine schönste Erinnerung? Meine schönste Erinnerung kann man so eigentlich gar nicht sagen, das weißt du ja selber, ne? Weil es gibt einfach eine ganze Menge schöne Erinnerungen und es ist eigentlich im Endeffekt jeden Tag ans Set zu kommen und das Team zu sehen und diese Leute zu sehen, die immer noch motiviert sind nach so vielen Jahren zum Beispiel. Das ist eigentlich Geschenk genug, finde ich. Also so klar gibt es ein paar Highlights, Stunts oder so, aber das finde ich wirklich toll, muss ich sagen. Also dass wir alle die ganze Geschichte nicht einfach so abrocken, sondern jedes Mal immer dabei bleiben und immer das besser machen. Was wünschst du dir denn für die Zukunft, lieber Erdoğan Atalay? Für die Zukunft wünsche ich mir Weltfrieden. Nein, das ist ja so, für Cobra jetzt insbesondere, dass das noch gut ankommt, dass die Leute, dass die uns weiterhin treu bleiben, dass die sehen, dass die Entwicklung mitmachen, die wir machen, quasi die ganze Zeit. Und dann mal sehen, also und dass wir nicht aufhören, immer daran zu arbeiten. Das ist das, was ich mir wünsche fürs Format. Ne? Und dass du bleibst. Das wünsche ich mir auch. Ich wünsche mir, dass die Drehbuchautoren mich nicht so schnell sterben lassen. Ja. Herr Beck, Sie sind jetzt ja schon einige Zeit dabei, ja. Bei Alarm für Cobra 11 heißt das Format und so. Ach so, ja. Ja, wie geht's Ihnen denn dabei überhaupt? Also macht Ihnen das noch Spaß oder ist das dann Routine geworden irgendwie? Das ist immer noch eine Herausforderung, jeden Tag ans Set zu essen. Ja, ich muss was sagen. Das ist das Frage-Antwort-Prinzip. Genau. Nein, das macht immer noch sehr viel Spaß. Es wäre auch schlimm, wenn es keinen Spaß mehr machen würde, jetzt erst nach erst anderthalb Jahren. Ja. Ach, das sind Freunde von mir. Hallo! Nee, es ist super, es ist schön. Es ist natürlich, eine Routine darf, glaube ich, sowieso nie einkehren, weil man sich sonst irgendwie dann irgendwie auch nicht mehr richtig vorbereitet. Und das ist ja dann irgendwie der Tod jedes Künstlers. Klar, woran man sich so ein bisschen gewöhnt, ist das der... Da ist auch zufälligerweise der Produzent dabei. Damit komme ich gut klar. Wie ist denn die Arbeit mit Ihrem Kollegen? Mit wem mit? Mit dem Erdoğan Atalay. Achso, der müsste glaube ich auch... Ja, das ist okay. Also ich meine, der ist... Achso, nee, es macht super... Es macht sehr viel Spaß. Es ist schwierig, weil er ist mittlerweile schon 42 oder 43 und er läuft immer noch schneller als ich. Das ist irgendwie echt... Das ist wirklich deprimierend. Ja. Wir haben jetzt zufälligerweise auch den Produzenten hier. Du machst jetzt ja auch mittlerweile 200 Folgen. Wie ist denn das? Bitte? Wie sind das, 200 Folgen gemacht zu haben von so einem Format? Bist du zufrieden? Bist du glücklich? 200, waren das nicht 300? Ach so, ja, nee, dann, also wenn es 200 sind, ja, dann gucken wir auf die 300. Bist du denn mit den Hauptdarstellern zufrieden? Bitte? Mit den Hauptdarstellern, bist du denn da zufrieden? Ja, die wechseln doch laufend. Der Einzige, an den ich mich auch erinnern kann, bist du. Gut, also vielen Dank, wir geben zurück in das Studio.